Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch mal über die Politik vor Ort reden und wer für uns im nächsten Deutschen Bundestag sitzen könnte. 2021 sind ja die nächsten Bundestagswahlen. Die Parteien stellen in ihren einzelnen Wahlkreisen Bewerber auf. Wer hier dann die meisten Stimmen bekommt, gewinnt den Wahlkreis und damit das Direktmandat. Weil unser Wahlrecht aber auch danach schaut, wie viel Prozent eine Partei bekommt und die Sitze auch noch danach verteilt werden, gibt es noch zusätzlich eine Landesliste von jeder Partei. Das bedeutet, eine Partei bekommt x Mandate in einem Land. Davon werden zunächst die herangezogen, die man als Direktmandat sowieso schon gewonnen hat. Der Rest wird dann über die Liste aufgefüllt. Das ist jetzt mal ganz grob, wie das Ganze funktioniert und wie gewählt wird. Daran sieht man aber schon, wie wichtig es ist, zu schauen, wie die Direktmandate verteilt sind. Bei uns im Wahlkreis, also der Wahlkreis Sigmaringen-Zollernalb, war das eigentlich schon immer ein Erbhof der CDU. Die letzten Abgeordneten waren der kürzlich verstorbene Dr. Hermann Schwörer, Dietmar Schlee und Tanja Gönner. Aktuell ist Thomas Bares der CDU-Abgeordnete für diesen Wahlkreis. Die anderen Parteien, die taten sich in der Vergangenheit immer schwer, gegen diese ganze schwarze Bastion anzukommen. Aber die letzten Wahlen und die Trends in den Wahlumfragen haben gezeigt, es ist keine sichere Bank mehr. Es besteht durchaus die Chance, der Union diesen Wahlkreis abzunehmen. Weil die Grünen früher sich dem Kampf um das Direktmandat ohne echte Chance stellen mussten, waren sie immer froh, wenn sich Menschen gefunden haben, die sich dieser Aufgabe stellen und für die Partei am Ende für ein gutes Zweitstimmergebnis gekämpft haben, auch wenn dann letztlich eben andere für die Partei in den Bundestag eingezogen sind. Jetzt stehen wir Grün im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis aus Teilen, beiden Landkreisen wird der Wahlkreis gebildet, vor einer ganz anderen Situation. Zum ersten Mal überhaupt bewerben sich daher zwei Mitglieder für diesen Wahlkreis als Kandidaten der Grünen nominiert zu werden. Wir haben also wie in den Vereinigten Staaten jetzt schon sowas wie die dortigen Primaries. Die Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Und am Ende entscheidet die Versammlung der im Wahlkreis wahlberechtigten Mitglieder darüber, wer dann hinterher auf den Stimmzettel für uns stehen wird. Dieser Vorwahlkampf um das Mandat ist jetzt schon sehr spannend. Die Kandidaten sind Thomas Zawalski aus Balingen und der Johannes Kretschmann aus Sigmaringen. Beide haben in der Partei unterschiedliche Ämter inne. Thomas ist Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Grünen Kreisverbandes im Zollernalbkreis. Johannes ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag von Sigmaringen. Nachdem auch schon die Presse die beiden Kandidaten aufmerksam wurde, haben die Kreisverbände eine öffentliche Pressekonferenz mit Fragestunde durchgeführt. An dieser habe ich auch als Chatmoderator mitgewirkt und konnte mir so und über die mitgeteilten Stellungnahmen beider ein Bild dazu machen. Ich persönlich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich die Kandidatur von Johannes unterstütze. Das hat nichts damit zu tun, dass er auch aus Sigmaringen kommt oder dass er auf einen Kretschmann-Bonus reist. Vielmehr hat es mit Folgendem zu tun. Johannes wurde nicht nur bei der letzten Kreistagswahl wiedergewählt, sondern wir haben hier überdurchschnittlich zugelegt. Die Art der Kreistagsfraktion ist bei den Menschen vor Ort sehr gut angekommen. Die Zahlen sind im Landesvergleich mehr als eindrucksvoll. Die Arbeit, die war aber auch schon in der vergangenen Legislaturperiode hervorragend. Im Kommunalwahlkampf durfte ich dann Johannes als einen bodenständigen Politiker auch mit unkonventionellen Methoden erleben. Allein die Tour durch die Sigmaringen-Beizen wird mir hier definitiv unvergesslich in Erinnerung bleiben. Vor allem, wie Johannes uns in Ecken geführt hat, in denen sicher, ganz sicher nicht die grüne Stammwählerschaft zu vermuten ist. Daher hat er auch in harten verbalen Auseinandersetzungen mit den Menschen dort ein unglaubliches Standing gezeigt und Überzeugungskraft an den Tag gelegt. Die stark gewachsene Kreistagsfraktion hat aus guten Gründen Johannes zu ihrem Vorsitzenden gewählt. In der laufenden Wahlperiode gibt es bereits eindrucksvolle grüne Erfolge. Für den Haushalt 2020 forderte Johannes in seiner Haushaltsrede, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen und 50.000 für die Reaktivierung der Ablachtalbahn einzustellen. Durch interfraktionelle Verhandlungen konnte er für beide grüne Anträge Mehrheiten organisieren und diese durchbringen.
Das gab es im Sigmaringer Kreistag bis dahin noch nie. Damit hatte für meine politische Arbeit wesentliches Thema in den Mittelpunkt gerückt. Klimaschutz und Klimapolitik müssen vor Ort beginnen. Die Einstellung dieses Klimaschutzmanagers ist ein wesentlicher Faktor. Wenn hier alles in unserer Macht Stehende tun wollen, um die Klimaziele zu erreichen, ist das genau richtig. Die Ablachtalbahn ist dabei auch ein ganz wichtiger Baustein. Die Verkehrswende, die dem Klimaschutz so wichtig ist, kann nur dann gelingen, wenn wir auch die Infrastruktur dafür haben. Auf den Individualverkehr und den Lkw-Verkehr müssen wir verzichten können. Noch ein Punkt in Sachen Klima, hier im Bereich der Energie. Durch seine direkte Anfrage bei der Verwaltung kommt die Kreisschul-Sporthalle in Sigmaringen eine Photovoltaikanlage, die rechnerisch 50 Singlehaushalte jährlich mit Strom versorgen kann. Darüber hinaus sollen die nächsten beiden Jahre 500.000 in PV-Anlagen investiert werden. Darauf hat Johannes und die grüne Fraktion im Kreistag gedrängt. Es wurde ein Prüfantrag gestellt, der das gesamte Potenzial auf Kreisliegenschaften herausgearbeitet hat. Damit sind die Möglichkeiten eröffnet, dort noch mehr Investitionen zu fordern und auf sicherer Datenbasis einen starken grünen Antrag im Kreistag einzubringen. Johannes hat in seinen Bereichen nicht nur urgrüne Themen aufgegriffen, sondern er hat die gesamte politische Bandbreite und Möglichkeiten herangezogen, um erstens Probleme einer Lösung zuzuführen, diese nachhaltig und ökologisch sinnvoll zu erreichen, Lenkungs- und Steuerungsinstrumente bei der Umsetzung der Inhalte auszureizen, mit eigenem Kopf und eigenem Pragmatismus an die Sache heranzugehen. Für den Bundestag kann Johannes nicht nur auf die Erfahrung in der Kommunalpolitik zurückgreifen. Er hat mit seiner Bewerbung auch klar gemacht, dass Klimaschutz und Sicherheit nur in einem geeinten Europa erreicht werden kann. Dieses ist derzeit, wir wissen, von allen Seiten einfach bedroht. Gerade Deutschland muss hier seiner Verantwortung in Europa stärker gerecht werden. Hier geht es vordringlich darum, dass die Staaten in Mittelosteuropa wieder stärker in die Gemeinschaft eingebunden werden. Hierzu kommt, dass dort zum Beispiel am Rand der EU, in der Ukraine, ein immer noch schwelender Konflikt herrscht, der den Frieden in der ganzen Region und darüber hinaus bedroht. Johannes ist hier aufgrund seiner Biografie ein hervorragender Kenner dieser Region. Ich bin mir sicher, dass das, was er schon als Kommunalpolitiker gezeigt hat, auch im Deutschen Bundestag leisten können wird.